Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Sub Creativity, der nächste Subsquad-Builder hier auf dem Kanal. Und mal wieder gibt es ein richtig, richtig nices Team. Ich habe auf Facebook gefragt, auf YouTube geguckt und ich habe ein richtig, richtig nices Team gefunden, was ich euch heute vorstellen werde. Ist Nolinx Wasted, ist ein BSG, also was richtig cooles heute. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Dieses Team hat es wirklich verdient, denn glaubt mir, damit kehrt der Spaß in FIFA zurück. Das kann ich euch fast schon versprechen. Ich meine, gut, ich habe mit Negredo gestern fast einen Scorpion-Kick gemacht, aber das Team hier war auf jeden Fall schon nah daran dran. Gut, PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben gibt's bei Kinguin, Team of the Year steht an, also wenn ihr was braucht, schaut da vorbei, könnt ihr mich mit unterstützen, eventuell gibt's demnächst wieder Werbung von MMOGA oder so, aber das ist noch in ferner Zukunft und des Weiteren gibt es natürlich auch noch sehr nice in der Videobeschreibung für Headsets vom Marktführer. Wir schnacken nicht lange drum rum, der Ersteller wurde schon längst eingeblendet und jetzt haben wir hier den ersten Spieler in diesem Team und zwar den Torwart und das ist nicht Handanovic. Petr Cech, ja, guter Keeper auf jeden Fall, einer der besten im Spiel, kann ich auf jeden Fall bestätigen, kostet nicht mehr so viel mit 13.000 Coins. Ich habe mit dem Team insgesamt 4 Spiele gemacht, eins habe ich nach 20 Minuten knapp abgebrochen, weil es erstens geleckt hat und zweitens ich mit TBM geschrieben habe. Grüße an TBM an dieser Stelle, wenn er es sehen sollte und mich deswegen nicht konzentrieren konnte. Es ging übrigens darum, wie scheiße FIFA ist, aber ich musste FIFA sogar ein bisschen verteidigen, wegen diesem Team unter anderem. Also Cech, ein guter Keeper, Verteidigung besteht dann einmal aus einem Silber-Innenverteidiger aus der Premier League und zwar aus Kurt Zuma, ja, da muss ich sagen, war sehr gut, hat mich überrascht, dass er so gut war, vor allem großartige Sprungkraft, richtig gute Physikswerte, relativ schnell unterwegs, die Arbeitsraten sind in Ordnung und hat sogar eine Torvorlage gegeben, also war in Ordnung auf jeden Fall, richtig gut, allerdings, es gab in diesem Team allgemein defensiv überhaupt keine Schwächen, weil ich habe insgesamt abgesehen, also wenn man jetzt das Spiel mal abzieht, dass ich halt, wo ich bei 2-0 irgendwann gequittet bin, weil es so geleckt hat und weil ich halt mit TBM geschrieben habe, habe ich ein Gegentor kassiert in 4 Spielen. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Das war ein ziemlich behindertes Gegentor, weil auch da war ich abgelenkt und habe nicht richtig verteidigt und das war Bullshit. Aber ansonsten extrem solide die Verteidigung. Zuma hat da seinen Teil zu beigetragen, war wie gesagt sehr gut. Der andere Verteidiger war noch besser, aber wir kommen erstmal zum Rechtsverteidiger und zwar steht da Kane. Ist ebenfalls ein Bronzespieler, der hat eine auffällige Aktion gehabt, die zeige ich euch jetzt hier mal. Es ist so, dass er nicht unbedingt sein riesiges Auffälligkeitspotenzial hatte, weil in diesem Team eigentlich, er ist ein defensiver Spieler, also er ist ein Rechtsverteidiger und er spielt ja halt auch einen Rechtsverteidiger, er gibt den auch, er ist defensiv extrem solide, hat fast alle Zweikämpfe gewonnen, Laufduelle, alles kein Thema, offensiv ist halt nicht so wirklich, naja, gebraucht, auch weil die rechte Seite relativ offensiv ist, aber trotzdem auf jeden Fall ein guter Bronzeverteidiger für den BSG, sehr, sehr gut geeignet, muss ich ganz ehrlich sagen und hat mir gut gefallen. Der nächste Spieler ist dann auf der Linksverteidigerposition nicht Schlupp, weil der nicht aus der Premier League kommt, sondern aus der spanischen Liga, ist Christian Ansaldi. Grüße an Hansus an dieser Stelle, wenn er das sehen sollte. Hohe Mittelarbeitsraten, 5 Spiele, ein Lattenschuss und oh, war der nice aus, ich glaube fast von der Mittellinie, irgendwie 45 Meter oder so ans Lattenkreuz. So ein schöner Curve-Shot und oh, das war, also, ne, so Cross-Shot, Curve-Shot mit dem Außenriss, war mega nice. Leider nicht reingegangen, aber ansonsten sehr solide, auch eher relativ unauffällig. Ich habe bis zum dritten Spiel nicht mal bemerkt, dass er mitspielt irgendwie, weil die Außenverteidiger halt nichts zu tun hatten. Offensiv hatten wir genug Spieler und defensiv haben sie halt ihre Aufgabe gemacht, aber sie waren halt offensiv nicht auffällig, deswegen war er nicht so krass auffällig. Ich habe es auch schon erläutert. Und jetzt kommen wir zum besten Innenverteidiger in diesem Squad. Und ich war überrascht und ich bin es immer noch. Und es ist Jiménez. Der Inform Jiménez ist der perfekte Link quasi zu Godin. 1,85, nur groß, 49.000 Coins gekostet. Und Jungs, das ist der beste Silber-Innenverteidiger, den ich auf jeden Fall gespielt habe. Und eventuell auf jeden Fall in den Top 5, wenn nicht sogar in den Top 3 der besten Verteidiger, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ein unfassbar starker Spieler, ja. Richtig gute Stellung, Spiel mit hohen Arbeitsraten, dazu ein sehr präziser und guter Kopfball, Körperstärke ist vorhanden, dazu ist das Pace nicht wie 69, sondern fühlt sich noch schneller an und ganz ehrlich, der Typ war einfach eine Wucht in Tüten, er ist aber nicht in der Tüte, sondern in einem Inform-Pack gewesen und das ist einfach ein richtig geiler Spieler, nur empfehlenswert, wenn er dann einen Spieler sucht, einen Innenverteidiger, hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Der 6 hat dann auch Spaß gemacht, das ist Robles, ebenfalls von Atletico Madrid, bei ihm ist das so ein bisschen das Problem, sein Abschluss, ja, er hat 2 Torvorlagen gemacht, was für einen 6er sehr ordentlich ist, 76 Physics, allgemein defensiv ein sehr starker Spiel mit 63 Defending und 60 Dribbling auf dem Bronzespieler. Es geht vollkommen klar, 73 Tempo dazu. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Zudem sehr jung, noch mit 20 Jahren gerade mal. Und jetzt kommt das Beste, der war offensiv aktiv. Der war defensiv immer da, wenn er gebraucht hat. Hat nicht so viel Ausdauer, immer nach einem Spiel schon so auf 92 Ausdauer runter, wenn er nur 99 gestartet ist. Das war nicht so schön. Aber er war halt vorne aktiv und hinten. Er war immer da, wo man ihn gebraucht hat. Das Dumme ist, sein Abschluss ist halt kacke. Ja, ist halt leider einfach so. Er hat keinen Ball reingemacht. Er hatte viele Chancen, hat es nicht genutzt. Aber er war aktiv, er hat es versucht. Und das rechne ich ihm hoch an. In der Bronze-Team wäre richtig gut in diesem BSG. Hat er mir auch gut gefallen. Der erste ZM kommt dann nicht aus der BVA, sondern aus der Serie A.
USA und heißt Matthias Fernandes. Auf der anderen Seite haben wir, ihr habt schon gesehen, Arturo Vidal. Vidal, der beste Spieler eventuell in diesem Team mit 4 Toren aus 5 Spielen, davon allerdings auch 3 Elfmeter. Es war allgemein relativ einfach, mit diesem Super-Elfmeter rauszuholen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte, glaube ich, 3, 4, 5. Ne, 3 Elfmeter waren es, genau. Und Vidal hat die reingemacht, allgemein sehr auffällig, war überall zu finden, hat die Kopfbälle rausgehauen, die gewonnen werden mussten, hat die Pässe gespielt, hat die Longshot rausgehauen teilweise mal, war schnell, hat sich durchgepaced und hat dann einen guten Pass gespielt und so. Also wirklich der beste Spieler in diesem Team. Matthias Fernandes auf der anderen Seite 5-Star-Skills, 2 Tore gemacht, 1 Vorlage, ein richtig schönes Tor auch gemacht. Extrem geile Freistöße, muss ich auch noch dazu sagen, kostet quasi nichts, also 34.000 ist nicht quasi nichts, aber auf jeden Fall nicht so viel. Dazu die 5-Star-Skills, 4-Star-Weakfoot und die perversen Freistöße. Kann man auf jeden Fall machen, hat mir sehr gut gefallen, kann ich nur weiterempfehlen, ist ein sehr, sehr nicer Spieler. Allerdings gibt es da halt das defensive Problem, ja, also er ist halt nur offensiv eigentlich, er hat auch Mittel-Arbeitsraten zwar, aber er ist nicht so defensiv aktiv, aber Kane hat das halt gut gemacht, von daher keine Probleme. Wenn man aber ein defensiveres Team spielt, würde ich ihn nicht als Achter benutzen, beziehungsweise wenn man eins spielt, wo die Defensive nicht so stark ist, weil nur normal 4-3-3, glaube ich, wäre er ein bisschen überfordert mit seiner Defensivarbeit. Gut, wir kommen zum rechten Flügelspieler wieder in Inform, nicht aus der Serie A, da sind wir wieder mal falsch, sondern aus einer, ja, etwas ungewöhnlichen Liga, der chilenischen, nämlich es ist Valencia. Den habe ich eigentlich, wegen dem habe ich das Team gebaut, weil ich wollte ihn sowieso mal ausprobieren. Er kostet 15.000 Coins, hat ein Tor gemacht im ersten Spiel, das erste für dieses Team, und er war mega auffällig, ja. Es ging wenig über die linke Seite, da steht übrigens auch ein Spieler aus der chilenischen Liga, und zwar ist es da der beste linke Mittelfeldspieler aus Chile, und zwar González. Er war auffällig, er hat 3 Tore gemacht, alle im letzten Spiel. Er war aber nicht so gefordert. Vidal hat auf seiner Seite die meiste Arbeit gemacht. Und sonst habe ich über die andere Seite gespielt, wegen Skills und wegen Valencia, weil er sehr auffällig war. Der hat sich extrem oft freigelaufen, ist gut in die Räume geschaltet, war sehr schnell, sehr agil, sehr dribbelstark, passstark vor allem. Also seine Flanken waren bombastisch. Dazu vernünftiger Abschluss. Naja, beziehungsweise Schuss. Abschluss war nicht so pralle, aber Schuss an sich war gut, hohe Schusskraft und so. Also würde ich ein sehr guter Spieler, den ich nur weiterempfehlen kann, von Palestino. Hat mich überrascht und hat mir gut gefallen. González, wie gesagt, hat einen Bombenschuss, ist keine Frage. Gutes Dribbling, gutes Passspiel, gutes Tempo, 4-Star-Skills, alles, was das Herz begehrt. Aber er war halt in den ersten 3 Spielen nicht so auffällig, wie er im letzten war. Das lag aber halt daran, dass ich meistens über rechts gespielt habe. Also normalerweise ein sehr, sehr guter Spieler, der auch übrigens ein richtig schönes Tor geschossen hat. Der Stürmer ist dann Eduardo Vargas. Man könnte hier eine andere Liga noch reinbringen, da werden 6 Nationen und 5 Ligen oder sowas, wenn man hier einfach anstelle von Zuma, Kane und Cech beispielsweise, ich weiß nicht, wie der Rechtsverteidiger heißt, Zefane, glaube ich, Kone und den Inform Lopez von Lyon ins Tor stellt, da haben wir noch eine Liga dazu gewonnen und das Ganze ist dann halt nochmal ein bisschen kreativer, aber auch so sehr, sehr gut. 2 Tore nur gemacht, das ist ein bisschen überraschend. Allerdings war er so eher der Aktivposten, der die Bälle verteilt hat, der schnell nach vorne gepaced ist, der Pässe gespielt hat, der Forster-Skills gemacht hat und so. Also trotzdem natürlich ein mega guter Stürmer und ein sehr auffälliger Spieler. Ich denke mal, das wissen wir alle, ist eine absolute Granate. Allgemein ein sehr, sehr gutes Team, kann ich nur weiterempfehlen. Wer ein BSG möchte, kauft euch das. Ich werde in Zukunft öfter BSG bringen in Subcreativity, weil mir die Teams einfach Spaß machen. Die bringen den Spielspaß an FIFA zurück und das ist nice. Und apropos, was noch nice ist, sind die Tore. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Tonight.